Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Timolia-Turnier. Heute mit dem Kit von Shorty Game. Und ja, das Kit sieht... Sekunde. So aus. Wir haben sehr viele Lava-Eimer, zwei Wassereimer, einen Bogen, 20 Pfeile, zwei Goldäpfel und ein Schärfe-4-Schwert. Und ja, heute sind relativ viele Hacker online, weshalb wir heute einen Supporter haben. Ich habe Timolia gefragt, ob das geht. Wir spielen jetzt gegen Silbermoon. Und die haben gesagt, ja, geht klar. Und der liebe Lucy, so hieß er, schaut jetzt einmal so ein bisschen über das Turnier drüber und schaut, dass hier keiner hackt, weil wir wollen natürlich, dass hier der Key auf Fair vergeben wird. Und dass das natürlich kein Hacker gewinnt. Das Kit ist eigentlich okay. Ich habe es mal getestet ein bisschen. Falls ihr euch beschwert oder es werden sich auf jeden Fall Leute beschweren, dass das Kit blöd ist, dann macht's besser und schreibt euer Kit in die Comments mit IGN und dann Doppelpunkt eurem Ingame-Namen. Bitte ein schönes Kit, sollte ausgeglichen sein, keine Angel enthalten und ja, bitte alles gut getestet, dass der Onyx schief läuft. GG übrigens für die letzte Runde gerade. Ich mach die jetzt mal so eben nebenbei. Sehr. Oh, du rennst aber schon ziemlich in Lava. Und Goldapfel bringt nicht wirklich drauf zu schlagen. Oh, GG. Okay, wir sehen uns in der nächsten Runde. Und dann kommen wir zur nächsten Runde. Wir spielen gegen Lupao 2001. So. Ich bin aber 1995 geboren. Deswegen habe ich mehr Erfahrung. Kann man ja so gut messen. So. Guten Tag. Oh, ich sneak mal ein bisschen. Du weißt nicht, wo ich bin. Wo bin ich? Oh, jetzt komme ich von hinten. Okay, ich komme doch nicht von hinten. So. Oh, da placed er die Lava. Hinter einem Kaktus versteckt. Ich schieße einfach rüber den Kaktus. Wie wär's damit? So. Da. Der war beinahe schön gewesen. Aber nur beinahe. So. Hier. Hi. Hey, ich wusste gar nicht, dass man Lava neben einen Kaktus platzieren kann. Das ist mir neu. Weil normalerweise kann man ja keine Blöcke da hin platzieren. In die Lava! In die Lava! Ja! Das ist das, was ich wollte. Los, rein da wieder. So. Alles klar. So. Dann geht's in die nächste Runde. Ich sortiere mir mal wieder alles ein bisschen. So. GG übrigens. Bevor ich es wieder vergesse. So, nämlich wird sich jeder. Okay, bis jetzt hat sich keiner beschwert, dass ich nicht GG geschrieben habe und gesagt habe, wo der G geschrieben habe. Ich meine immer GG. Es sind doch alles gute Games. Aua. Au, au, au. Jetzt ist er aggressiv. Jetzt ist er aggressiv, aber das nutze ich aus. Ich werde ihn einfach mit Lava übergießen. So mache ich es gerne. Und er brennt immer noch. Und ich schieße ihn jetzt ab. Bevor er den Apfel isst. Okay, er hat ihn gegessen. So, wie viel was hat der hier platziert? Ah, okay, fehlt noch ein Lavastück. Wo ist der? Sim. Hat er das dazu gemacht? Okay. Mach hier mal alles aus. Oh, da ist Lava. Die ist unreal, die Lava. Die Frage, wo ist der Spawn? Der Mittelpunkt. Ist der hier oder ist der unten? Aha, Überraschung. Ich hab noch den Goldapfel drin. Aha, wer macht schneller mit dem Bogen? Okay, jetzt geht's wieder raus. Jetzt feinden wir uns draußen, komm. Oh, jetzt zündet sich an. Und weiß nicht, dass ich hier bin. Ah! Jetzt hat er sich bestimmt erschrocken. GG. Nice, haben wir das auch noch hinbekommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Runde. Ich hätte eigentlich die Aufnahme weiterlaufen sollen. Wir spielen gegen Lucy. Ja, das ist der Supporter, der... uns heute
ich wollte jetzt sagen, über die Schulter guckt, aber der mal guckt, dass das hier alles glatt... Oh, da hat er ganz tricky. Oh mein Gott, der ist gut. Also der schaut heute mal über die Schulter, also über die Schulter. Er schaut, dass alles glatt läuft, hier keine Hacker am Stilse sind. Was ich mich manchmal frage ist, weil ich habe das Gefühl, dass die meisten Mods extrem gut sind oder halt auch Supporter, was PvP angeht, und ob es eine und damit man ins Team aufgenommen wird, ob man da irgendeinen PvP-Fight oder so gewinnen muss. Weil ist halt auch ein PvP-Server, ne? Also der ist dafür bekannt, hier PvP zu machen, der Server. Vielleicht muss man dafür so seine Skills beweisen. Oh, der kennt die Map aber richtig gut. Er zeigt dir die Le Parcours-Tricks. Oh, jetzt hat er mich runtergekickt. Aber ich habe ihn auch runtergekickt. Runterkickception. Oh nein. Nein, nein, nein. Ich esse mal lieber meinen Goldapfel. Da. Ah, komm. Liefern uns hier das absolute Bogenbattle. Jetzt wird er angreifen. Tschüss. Haben wir hier durch die ganze Schlucht gejagt. Huah, komm. Oh. So. Einmal hier wieder hoch, bevor er weiter auf mich einschießt. Wo ist die Mitte? Ich habe keine Ahnung, wo die Mitte ist. Die ist da unten. Hi. Ja, ich habe gewonnen. es tut mir leid, aber GG. Ich glaube, bei uns hätten wir die Zeit ein bisschen höher stellen müssen. Aber ich weiß, wie das ausgegangen wäre. Hätte er Lava platziert, wer weiß. Ja. So, Kirena baut sich erstmal wieder auf. Ich finde es manchmal nice, wie das aussieht, wenn es schneller geht. Aber es geht nicht schneller. Oh, was geht so ab bei euch? Hier ist... Ja, haben die das gemacht, damit man hier... Wenn ich da Feuer platziere, wird dann kein Portal entstehen? Nee, ich glaube, die haben das ausgemacht. Dauert gar nicht lange. Nee, irgendwie nicht. So. Weiter geht's. So, guten Tag. Oh, das schießt er durch. Oh, wir treffen ziemlich gut mit dem Bogen. Heute ist wieder der Bogenbaron am Start. Ah, der hat man nicht getroffen. Oh, hätte ich ihn da in die Lava gekickt. Oh. Ja. So, er muss, glaube ich, jetzt den Goldapfel essen. Ich werde auch mal den Goldapfel essen. Ah, er hat Glowstone zerstört. Okay, ich dachte gerade, hä? Potion? Aber Potion klingt ein bisschen dunkler vom Sound her. Er denkt genauso wie ich. Oh, das war knapp. Da habe ich ihn aus der Lava wieder rausgeschossen. Also rausgekickt. So, Abstand gehen. Und jetzt finde ich ihn mit dem Bogen. Nice. GG. Huh. Und wir sind direkt in der K.O.-Phase. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht rausgehauen. Das wäre ziemlich schade. Aber schauen wir mal. Wir spielen gegen Jake 21. So. Und ist der AFK? Ich glaube, der ist AFK. Hallo. 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 Ich glaube, der ist AFK. Ja. Ich wollte ihn eigentlich ertränken, aber wenn er nicht möchte. Ah. 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 Och Mann. Ist doch blöd. Als ob die jetzt einfach AFK sind, meine Gegner. Oh, richtig krasse Kämpfe hier am Start. Vielleicht ist er jetzt mal da. The Jake. So. Arena wird vorbereitet, auch wenn das alles eigentlich schon ziemlich gut gerendert aussieht.
Aber naja, wer weiß, irgendwelche Techniken, ich kenne mich da nicht aus, aus dem Gebiet, auf dem Gebiet. So. Rena wird immer noch vorbereitet. So. Beschweren sich über Leck. Was ist da los? So, weil die Arena vorbereitet wird. Oh, es dauert ein bisschen. Ich mache einfach einen Cut. Bis gleich. Ah, da sind wir wieder. Ah. Hat funktioniert. Ja, wir können kämpfen. So. Gut. Er ist immer noch AFK. Jake. Wie ist der? Ist der AFK in die K.O.-Phase gekommen? Weißt du, was lustig wäre, wenn der Typ eigentlich gar nicht AFK ist, sondern nur so tut, als sei er AFK? Das würde ich feiern. So. Ich würde gerne den Boy da rein. So. Und jetzt habe ich meinen Spaß mit einem kleinen Minecraft-Let's Play, während die anderen da ihren Fun haben. Moment mal. Warum muss ich den töten? Nö. Ich lasse den einfach mal am Leben. Ich mache mir einen Heidenspaß jetzt, Leute. So. Mal hier das Holz gönnen. So. Schon mal hier. Crafting Table. Und dann hier die Spitzhacke. Schon mal 3 Stein holen. Und dann mache ich mir meine neue Spitzhacke. Und mach mir hier das für Schaufel. Na, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh Mann, ich wollte doch noch Zeugs machen. Oh, unfair. So. Ich wollte mir nämlich noch schönes bauen. Hier bauen wir so ein kleines. So ein Dach oder so. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Und das doch schnell mal ein bisschen Holz. Oh, dead leg. Nein, ich will noch. Ah! Hier, ist das nicht schön, was ich gebaut habe? Didi! Ich weiß nicht, was das darstellen sollte. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Runde. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Runde. Wir spielen gegen Vicky. Guten Tag, Vicky. Bist du auch AFK? Nein, bist du nicht. So. Kriegen wir den irgendwie aus dem. Oh, das wäre echt schön gewesen von hier aus. Darf ich mal deine Füßchen? Oh! Alter! Alter! Der hat die Skills durch Sachen zu schießen. Kann man mir aber nicht verzählen. Wir sind beide einfach richtig retarded und treffen den Gegner nicht. Hallo, oh, holt sich die Lava wieder. Oh, da habe ich ihn getroffen. Nice. Er isst den Goldapfel. Krass, so früh schon? Ja, da will er jetzt aber auf den Nahkampf, wenn er den Goldapfel isst. Normalerweise wollen die Leute immer den Nahkampf, wenn sie den Goldapfel denn essen. Na komm her, oh, was denn? Abstand hier, der will auf Abstand. Oh, da gibt er die Kombo. Ah, okay. Au, Mann, hör mal auf. Meine Güte, da muss ich ja auch mal jetzt hier mit dem Bogen anfangen. Aber vielleicht hat er eben gar nicht den Goldapfel gegessen, sondern, vielleicht einfach nur was Steak. Jetzt hat er einen Goldapfel gegessen. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Ah. Okay, nice. Ich hatte gehofft, dass ich ihn eigentlich noch vorher finische, aber das sieht nicht gut aus für mich. Was? Oh mein Gott. GG. Richtig knapp. Boah. Das war jetzt echt krass. So. Ah, was? Oh, Gottes Willen. Da haben wir beide extrem gut Damage reinbekommen.
So. Sieht nicht gut aus für mich. Sieht gar nicht gut aus. Er trifft sehr, sehr gut. Muss ich ihm lassen. Bleib weg von meinen Utensilien. Oh, das war ein nice Treffer. Hat er noch... Er hat keine Pfeile mehr, oder? Oh, doch, hat er. Ups, ich wollte Rechtsklick machen. Das sah nach Hacking aus. So. Also von mir aus. Ich finde, das sieht immer so Hacking aus, wenn ich Rechtsklick mache. Und dann fängt mein Minecraft-Püppchen einfach nur an, auf den Zaun zu schlagen. Das passiert ja irgendwie sehr häufig. Zumindest bei mir, ne? Oh, so. Alter, das ist gerade... Ich kann überhaupt nicht abschätzen, wie viel Leben er noch hat. Stirb doch! Stirb! Du kannst nicht mehr viel Leben haben. Jetzt, stirb! Please! Na, er hat ein halbes Herz! Knappe Kämpfe, GG! Oh, unsere Fights sind richtig knapp. Wir sind richtig auf einer Höhe. Was das PvP angeht, habe ich das Gefühl. Umso mehr muss ich mich jetzt noch mehr anstrengen. Oh, ich treffe sehr gut. Ich treffe sehr gut. So, sehr, sehr gut. Was macht der? Er macht keine krassen Schüsse. Er macht so, wie soll ich sagen... Jetzt trifft er gut, aber er macht halt so Schüsse, die nicht wirklich Damage reinhauen, sondern eher so... Oh ja, er hat auf jeden Fall den Goldapfel gegessen. Ah, und er gibt ziemlich gute Kombos. Ah, nee, da hat er gewonnen. GG. Ah, schade, bin ich rausgeflogen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im Finale wieder. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen im Halbfinale. Nein, es ist noch nicht das Finale. Ich dachte mir, komm, ich zeig mal das Halbfinale jetzt, weil es sind schon sehr, sehr spannende Kämpfe. Und da baut sich die Arena auf. Am Start. Und es ist schon echt spannend. Gerade bei dem Kit. Gefällt mir sehr, übrigens. Und ja, ich bin für... Oh, der Baggy ist raus. Oh, schade. Dann schauen wir jetzt mal hier weiter. Die beiden weiß ich. Das ist Mario und Royal Beef. Der macht schon mal häufiger mit. Der auch. Das sind quasi Zuschauer, das weiß ich. Aber doch, AnyArt weiß ich auch, dass der Zuschauer ist. Wobei ich Simonius nicht kenne. Das heißt, da müssen wir mal... gucken, was da so abgeht. Oh, hier wird erstmal mit Lava und Wasser hantiert bis zum Abwinken. AnyArt fällt die ganze Zeit in Lava rein und stirbt somit. Und Simonius hatte noch 4 Herzen. Schauen wir mal, was drüben so abgeht. Die beiden sind immer noch am Kämpfen da hinten. Was machen die? Oh, Cortei gibt gut aus. Hier kann ich die Situation nicht einschätzen, aber Cortei ist echt gut. So, jetzt mal das ganze Gras entfernen. Rest in peace. Grass. So. Ah, Royal Beef scheint sehr zurückgeschlagen zu werden. Und Cortei gewinnt mit 7,5 Herzen. Okay, schauen wir mal, was hier so abgeht. Die sind jetzt auch wieder beim Intense Fighting. So. Wie sieht das hier aus? AnyArt geht ein bisschen... zurück. Versucht sich so ein bisschen Platz zu schaffen. Simonius versucht hinterherzukommen. Ist das sein Plan? Will er ihn in eine Falle locken? Wann kommt das TNT? Wann holt er die Hake raus und macht was neben einer Rose und auf einmal, bam, explodiert alles. Und Simonius wird in die Luft geschleudert und schlägt aber dann im Wasser.
auf. Also fällt ins Wasser. Oh, Eniat ist im Wasser. Also anstelle von Simonios hätte ich jetzt mit dem Bogen gekämpft. Und Kroatei hat gewonnen zweimal. Ja. Konnte ich mir eigentlich schon ziemlich stark denken. Ich denke, hier ist es halt schwer einzuschätzen, ob jetzt Simonios gewinnt, weil ich ihn halt nicht kenne. Spontan würde ich aber sagen, dass es gegen Eniat komplett möglich ist zu gewinnen. So, er hat ja schon gegen ihn gewonnen, also Simonios gegen Eniat. Aber Eniat hat gewonnen und deswegen muss es zu einem Entscheidungsmatch in der Gladiatoren-Arena kommen. Zwischen den beiden Kontrahenten. Oh, Simonios bleibt da drin. Hatte die letzte Folge nicht gesehen? Hat Eniat die letzte Folge gesehen? Wo wir das mit der Lava gemacht haben? Oh, er kommt raus. Schade. Das wäre die Chance gewesen für Eniat, ihn da einzuschließen. Das wäre echt lustig gewesen. Eniat bleibt in den Spinnenfäden hängen. Warum nutzt er das nicht aus? Simonios nutzt es nicht aus. Was? Eniat macht das Comeback und Eniat gewinnt mit einem halben Herz. Oh mein Gott. Intens, sage ich euch. Intens. So. Somit sind wir im Finale. Eniat gegen Kroatei. Da habe ich eigentlich Eniat ein bisschen, glaube ich, zu schlecht eingeschätzt. So. Aber schauen wir mal. So. Gucken wir mal. Kroatei. Ja, bleibt erstmal ein bisschen zurück und schreibt Love? Fragezeichen. Und jetzt Friends. Lol. Alles klar, man kann natürlich auch im Finale sich zu Freunden machen, als ob. Warte, Lachflash. Okay, I love you. Okay. War das der Liebespfeil? Okay. Das war der Liebespfeil zurück. Oh, jetzt werden die Liebespfeile hier ausgeteilt. Kroatei isst schon mal ein bisschen Steak. Weil von Salat schrumpft der Bizeps. Lol, wie man die Leute da einschließen könnte mit der Lava. Oh, Kroatei hat die Lava sehr gut platziert. Und schubst Eniat wird die ganze Zeit in Lava gekickt. Oder war das Royal Beef? Oh, MLG Water hier. War das nicht Royal Beef, der so derb in Lava geschubst wurde? Ich weiß es nicht. Ja, schauen wir erstmal. Er chillt oben, er chillt unten. Alles klar. Er kommt runter. Er schafft das MLG Water. Greift extrem stark an. Und Kroatei tötet Eniat mit 5 Herzen. Oh, das ist relativ viel. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so viele Herzen noch sind. So, schauen wir mal, was hier so abgeht. Ja, Kroatei hält sich gewagt zurück. Nicht gewagt, aber er hält sich auf jeden Fall zurück so ein bisschen. Er spielt sehr strategisch. Eniat chillt seine Base. Und grüßt erstmal. Okay, alles klar. Ich warte auf den Tag, wo die Leute hier anfangen, einfach ein Haus zu bauen oder so. So. Schauen wir mal. Jetzt greift er an. Ein bisschen. Kroatei verteidigt sich ein bisschen. Oh, jetzt geht Eniat wieder zurück. Beide Spieler halten sich zurück. Keiner will einen Fehler machen. Keiner ist wirklich aggressiv. Und so kommt es dazu, dass es vermutlich zum Endmatch unten wieder wird. So. Eniat bekommt die Combo. So. Und oh, spannend. Spannung kommt auf. Wer hat wie viel Leben? Oh, das Bogenschützenduell hier. Das Bogenschützenduell ist wieder am Start. So. Ich will hier nicht parteiisch sein. Oh. Er hat das MG Water geschafft. Schafft er es noch zeitlich? Nein! Kroatei hat gewonnen! Oh mein Gott! Kroatei hat das
Turnier gewonnen. Und jetzt ist die Frage Risiko. Übrigens, GG. So. Risiko. Na klar, alles klar. Dann kämpfen wir gegen Kuratay in einem Risikomatch. Und mal schauen. Okay, ja, er hat angenommen. So. Und wir spielen auf der Varu-Map. Es kommt zu einem Showdown auf dem großen Feld. So. Schauen wir mal, was hier so abgeht und ob er die Keys gewinnen wird oder nicht. Wenn er es nicht schafft, dann wird es nächste Woche wieder um Keys gehen. Und wenn er es schaffen sollte, dann sind die Keys ihm. Und dann kann er mit seinem Kumpel eine Runde zocken. So. Alles klar. Ah, bis jetzt habe ich ihn eigentlich ziemlich gut getroffen. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Er gönnt sich erstmal wieder ein Steak. Oh, schauen wir mal. Sehr schön. Ich treibe ihn ziemlich gut in die Enge. Und jetzt greifen wir mal an. Ah, jetzt muss ich Backup gehen. Er hittet mich sehr gut mit den Pfeilen. Jetzt muss ich hier mal auch wieder meine Bogenbaron-Skills rausholen. Er hat einen ziemlich guten Angriff gestartet. So. Ich esse mal lieber meinen Gulde den Apfel. Ah. Oh, Damage macht halt nichts. So, komm. Du rechnest nicht damit, dass ich noch viel Leben habe. Komm schon. Na. Er konnte seinen Apfel essen. Ich sortiere mein Inventar mal eben wieder neu. Nein, das wollte ich nicht. Genau so wollte ich das. Okay, ich habe nur noch einen Pfeil. Zwei Pfeile. Er brennt. Jetzt ist meine Chance. Ich habe ihn getroffen. Okay, gut. Puh, es ist richtig intens. Es ist gerade richtig intens. Ich weiß nicht, wer das Ding gewinnen wird. Und ich weiß gar nicht, wo er ist. Er ist da vorne. Puh. Ich kann absolut nicht einschätzen, wie viele Leben er hat. Deswegen muss ich ihm jetzt die Combo geben und hab gewonnen. GG. Oh, da habe ich... Hex, okay, alles klar. Gut, dann habe ich's gewonnen. Das heißt, sorry, Bro. ihr müsst wissen, Quartey und ich kennen uns, deswegen joggt er ein bisschen rum. sorry, Bro, kein Key finde ich. Da würde ich sagen, gibt es nächste Woche wieder ein 1-1 Key-Turnier, falls ihr einen Kit-Vorschlag habt. Schreibt den bitte in die Kommentare mit IGN, Doppelpunkt, und dann euren Ingame-Namen. Bitte, wie gesagt, keine Angel und sehr ausgeglichen und bitte testen. Nein, du bekommst nichts. Und ja, wenn ihr selbst beim Turnier mitmachen wollt, immer sonntags um 20 Uhr auf dem Teamulia-Server, PvP-Lobby 23. Danke nochmal an Lucy, dass er so ein bisschen sein Auge über das Turnier gerichtet hat. Und eventuell ein paar Hacker gebannt hat. Danke nochmal an dich. War übrigens ein netter Fight. Bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Und sage tschüss, bis dann und man sieht sich.